Schon gut. Er kann hier nicht rüber. Er hat eine grauenhafte Tiefenwahrnehmung. Er denkt, diese Spalte wäre 1 Million Kilometer breit. Er ist nicht gerade das, was man einen Athleten nennt. Mr. T-Rex. Seht ihr? Er macht sich vom Acker. Total hilflos und gedemütigt. Man darf nicht vergessen, sein Gehirn ist so groß wie eine Walnuss. Sein Geruchssinn ist gut ausgeprägt, aber sein Seh- und Hörvermögen und all seine höher entwickelten Funktionen werden von der walnussgroßen Hirnschale total in Mitleidenschaft gezogen. Vergesst die ganzen Ostfriesenwitze. T-Rexe sind die wahren Idioten dieser Welt. Ach, Chaka, lustige Geschichte. Marshall, er sieht sie an. Doch, er beobachtet Nein. sie. Er starrt uns alle an. Nein, ich bin mir sicher, dass er nur sie ansieht. Oh, er ist aber grumpig. Ich glaube, so sollten wir ihn nennen. Grumpy. Ja, das ist ein süßer Name. Ist er weg? Ja. Memme. Was für eine Memme. Mhm. Haben Sie nicht mitgekriegt, dass wir schon längst im Visier eines hochintelligenten, völlig irren Dinosauriers sind? Also ich glaube, der Doktortitel von meinem Namen bedeutet, dass ich ein bisschen Ahnung von Dinosauriern habe. Dinosaurier sind Kreaturen mit einfachsten Instinkten. Wie ich vorhin schon sagte, sein Gehirn ist so groß wie eine Walnuss. Okay, haben Sie verstanden? Eine Walnuss. Bitte überlegen Sie. Was ist das? Was ist das? Ach du lieber Herr Gesangsverein. Was ist das? Es ist eine Walnuss. Tja, die Sache macht mal schön unter euch aus.